Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Warum bin ich überhaupt in die Missionscomputer? Weil wir gerade im Kampf gegen Kai Leng sind. Alter, ihr müsst das Ende der letzten Folge sehen. Wir sind auf Tessia in dem Tempel von Azim. Oder Atheme, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist ein proteanischer Sender. In diesem proteanischen Sender haben wir den Leiter, ehemaligen Leiter oder die Proteaner VI des Tigel-Projekts gefunden, der Informationen hat, was der Katalysator ist. Dann kam Kai Leng mit dem Unbekannten, den wir fast auf unserer Seite gebracht haben, glaube ich. Und jetzt will der Unbekannte mittels Kai Leng etwas von uns haben. Und wir, naja, wir wollen das nicht. Also gibt es jetzt einen netten Kampf. Sie sind langsamer, ich wurde getroffen. Gebt sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Ja, ja. Wow. Achtung, der Jäger. Huch, was war das denn? Ja, gut. Ah, das kann ich erklären. Ich habe irgendwas in der Nase. Boah, das ist ein lauter Nieser. Jetzt tut meine Nase auch richtig weh. Ist wichtige Information. Wow. Ich wurde getroffen. Gib mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Wow. Achtung, der Jäger. In Deckung. Alles in Ordnung. Na. Aber der greift mich gar nicht an, Kai Leng. Wir sind langsam. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Hier gibt's keinen Feuerschuh. Der Jäger geht in Stellung. Ich mach mir mal gerade erste Hilfe. Aua, aua, aua. Ey! Oh, oh. Nee, wir werden nicht scheitern. Das ist der Unterschied. Es kann nur ein Ende geben. Oh ja. Aua. Unterstützung anvisieren. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. I'll be back. Ist jemand auf dieser Frequenz? Hier Lieutenant Kuhn. Mein Trupp ist umzingelt.
Hier, Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole, ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment, da kommt der Reaper. Bitte, ist da jemand? Ich... Oh Gott, nein. Commander Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Nein, ich hätte es wissen müssen. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun, etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher. Aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Sir, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren Sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander? Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Okay. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Nichts ist einfach. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war... Shepard,
Wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Ich würde auf Sie wetten. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson Ende. Oh Mann, nee. Ja. Also das, Heieiei. Weiß ich nicht, wem man die Schuld geben kann. Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Danke fürs Zuhören, Commander. Es war eine gute Idee. Und im Moment ist es die beste Spur, die wir haben. Wie auch immer. Viel Glück. Hm? Commander? Also, wir reden nochmal mit der ganzen Crew gerade so. Nach den Ereignissen ist es angebracht, denke ich. So. Aquarianer kommen mit diesen Anzügen ganz gut zurecht. Vielleicht könnten sie ihnen ja auch sowas anfertigen. Gibt's schon. Ein schützendes Exoskelett zu medizinischen Zwecken. Ich könnte sogar einen mit Rallye-Streifen kriegen. Wo liegt dann das Problem? Es fühlt sich an, als hätte man eine schwere Panzerung an und das würde meine Wahrnehmung des Raums total aus dem Gleichgewicht bringen. Ich trage schwere Panzerung und meine Wahrnehmung des Raums ist bestens. Das letzte Shuttle, das Sie geflogen haben, ist jetzt Schrottweger. Ich muss beim Fliegen spüren, wie sich mein Gleichgewicht verlagert. Ich muss spüren, wie sich das Schiff mit mir bewegt. Wenn man mir das nimmt, ich weiß nicht, dann bin ich sicher immer noch gut. Aber eben nicht mehr ich selbst. Klar, das verstehe ich. Außerdem, ein Proteaner also? Upsala. Ein lebendiger Proteaner? Hat Liara schon aufgehört rumzuhüpfen? Denn das konnte sie sich bestimmt nicht verkneifen. Edi. Hallo, Shepard. Woran denken Sie, Edi? An die Zerstörung des Reapers auf Tuchanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Die Reaper sind gar nicht so großartig. Immerhin wurde der auf Tuchanka trotz aller Gegenwehr von einem Wurm erledigt. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Fehlfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Es geht wieder los. Welchen Sinn hat synthetisches Leben? Was immer es möchte. Denselben wie organisches Leben. Wer einen freien Willen hat, bestimmt sein Schicksal. Aber der Sinn von organischem Leben besteht doch letztlich darin, Kopien seiner Gene in künftigen Generationen anzulegen. Bei mir ist das alles nicht so klar. Ich persönlich habe nur zwei andere erfolgreiche synthetische Lebensformen zum Vergleich. Geth und Reaper. Organische Wesen macht mehr aus als das, als die Fitness. Fortpflanzung ist nicht alles. Wir finden Sinn in unserer Arbeit, in guten Taten, in der Liebe. Verstehe. Ich werde Biografien studieren, um herauszufinden, ob berühmte Menschen diesem Ansatz wirklich gefolgt sind. Anscheinend war das wirklich bei vielen Menschen so. Das ging ja flott. Quantencomputer sind toll. Shepard, ich stelle meine Prozessleistung auf die von Ihnen genannten Ziele um. Pflicht, Altruismus, Liebe. Moment mal, Sie machen sich jetzt einfach so gut? Geht das denn?
Es dauert eine Weile. Falls ich noch Fragen habe, komme ich wieder auf Sie zu. Besten Dank. Ja, es ist doch wunderbar. Nee, ich liebe die Typen. Die beiden. So, noch unten. Commander, nein, warte. Sie haben eine neue Nachricht auf dem privaten Terminal. Evakuierung von Tessia von Asari Oberkommando. Gut, sie haben diese Nachricht geöffnet. Sie kommt aber gar nicht vom Asari Oberkommando. Das ist damit beschäftigt, sich nun die Resten seines Planeten zu kümmern. Sie haben unseren Kampf auf Tessia also überlebt. Sie sind gar nicht so schwach, wie ich dachte. Aber vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht ausgereicht hat, um mich aufzuhalten. Ein ganzer Planet liegt im Sterben, weil Ihnen die Stärke zum Sieg fehlte. Die Legende von Shepard muss neu geschrieben werden. Hoffentlich bin ich beim letzten Kapitel dabei. Das endet nämlich mit Ihrem Tod. Ja, ja, ja. Du mich auch. Gehen wir mal in die Kapitänskabine. Meine Güte. Und laden Alice ein. Trainer. Können Sie Diana Ellis raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, die Quarianer haben einen Vernichtungskrieg mit den Geth hinter sich und sind jetzt Verbündete gegen die Reaper. Aber sind sie in der Lage, so schnell einen zweiten Krieg zu bestreiten? Sie sind dafür geboren. Die Migrantenflotte hat ihre Heimatwelt fast ohne Verluste zurückerobert. Sie weiß, wie man synthetische Wesen bekämpft. Was sie für die Reaper planen, darf ich nicht verraten. Aber es wird Milliarden Hoffnung bringen. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können... Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben... Sagen Sie der Galaxie, wir haben eine neue Flotte. Zu Befehl, Commander. Ist auch Rock, ne? Immer noch. Können wir noch mehr einladen? Nö. So, Kudeck. Oh, Liam, Tali. Shepard, es war nicht Ihre Schuld. Es geht nicht um Schuld. Ich sollte Sie aufhalten. Kommt noch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Tali. Erde, Pelevan, Tessia. Ich riskiere alles, um den Tigel zu bauen und weiß nicht mal, was er macht. Wieso entscheide ich alles? Weil Sie recht hatten. Von Anfang an. Sie haben ganz allein gekämpft, als Ihnen niemand geglaubt hat. Sie schaffen das. Ich weiß es. Ich finde es schön, dass selbst Legion da drauf steht. Also das ist doch äußerst positiv. Dr. Tassoni führt ein Gespräch mit dem Proteaner. Nee. Miniaturpanzerungskondensatoren. Schildverstärker, Aufladekräfte. Kräfteabklingbonus, jo. Verbesserte Geth-Widerstände. Schilde, plus 5. So. Walker-Terminal, Notizen über Proteaner. Wenn es stimmt, was Javik sagt, dann entstammt er einem Volk von Imperialisten, das den Rest der Galaxie in Angst und Schrecken versetzt hat. Und könnte er seine Leute zurückbringen, würde er uns alle dafür opfern, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Ich habe mir heute meine alten Notizen angesehen. Sie sind sehr naiv. Haben wir die Proteaner wegen ihrer beeindruckenden Technik romantisch verklärt? Ist das wirklich das Volk, dessen Studium ich mein Leben gewidmet habe? Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als wir auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, das er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, der um sein Volk trauert, oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? So, irgendwelche Schmuggler-Dinge. Was haben wir da hinten? Garrus? Shepard, unterwegs mit der Normandy, da gibt's keine Langeweile, was? Hm. Meldungen von Pelevan? Ja, und sie gefallen mir gar nicht. Die Kroganer können trotz voller Truppenstärke die Reaper nur bremsen, aber nicht aufhalten. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Neues von ihrer Familie? Aber Primarch Victus wollte meine Meinung zur Flottenstärke nach Fertigstellung des Tigels hören. Es ist immer noch komisch... mich jemand sowas fragt. Was haben Sie Victus gesagt? Was haben Sie gesagt?
Wir müssen irgendwann entscheiden, ob wir weiterhin Pelevin verteidigen oder in die Offensive gehen wollen. Beides geht nicht? Nicht bei unseren Verlusten. Wie gesagt, es ist komisch für mich, sowas gefragt zu werden. Wieso denn? Sie sind ein guter Anführer. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt. Das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen, genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch. Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Ich weiß es nicht. Wenn wir den Krieg auf Zahlen reduzieren, sind wir nicht besser als die Reaper. Schön gesagt, aber was haben wir denn mit den Geth gemacht? Ja. Ja, das wollte ich auch nicht mit dem Geth. Ich will immer noch, dass beide überleben, aber nein. Mass Effect will das nicht. Also es gibt sogar eine Möglichkeit, dass beide überleben, aber die konnte ich nicht machen, weil anscheinend irgendwas in Mass Effect 2 anders war. Bringt das was, mit der zu reden? Dina hat tatsächlich den Verstand verloren? Ich habe den Mann nie gemocht. Jetzt weiß ich auch warum. Du hast die Information schon aus dem Internet Explorer, oder? Also, er war jetzt schon ein bisschen her. Kräfte neu zuweisen? Nein. Bonuskräfte neu, was? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Das will ich eigentlich nicht machen. Warum auch, ne? Ashley mal wieder besoffen? Nö, diesmal geht's dir gut. Es tut mir leid, Shepard. Ich wünschte, wir hätten mehr tun können. Schon gut. Wir müssen damit zurechtkommen. Jo. Wie geht es Liara? Ich weiß es nicht. Okay. Ich rede mit ihr. Danke. Mit so etwas sollte man nicht alleine fertig werden müssen. Das gilt auch für Sie. Natürlich. Ja. So. Yes, ausnahmsweise mal nix. Ach, das ist nur eine Toilette. Hier ist auch nix. Ist Celia? Ja, aber überhaupt? Nein. Ins Maschinendeck dann halt. So, stop. Haben Sie Ihre Story über Tessia schon weggeschickt? Nein. Ich versuche es richtig zu formulieren. Und was passiert, wenn Sie ihn unglücklich formulieren? Wenn ich Glück habe, fällt die Citadel-Börse um 2000 weitere Punkte. Und wenn Sie Pech haben? Ich weiß nicht. Ich hatte noch nie wirklich Pech. Hm. Ja. Nein! Wir haben uns unseren Platz in der Galaxie verdient. Leugnen bringt nichts, Asari. Ihr Volk hat das Wissen meines Volkes aus dem Sender genommen. Ich habe einen Namen. Liara Tassoni. Hey, aufhören! Meine Heimat wurde gerade zerstört. Und er macht hämische Sprüche. Entschuldigen Sie sich beide. Angesichts der Ereignisse sollten Sie sich bei Liara entschuldigen, Jarvik. Was denn? Für die Wahrheit? Für ihre Untätigkeit. Sie sind Proteaner und müssten sämtliche Antworten haben. Warum haben Sie das nicht verhindert? Wir glaubten, Sie würden das tun. Vor langer Zeit sahen wir Potenzial in Ihrem Volk. Es war ganz offensichtlich. Weisheit, Geduld. Sie waren die Hoffnung für diesen Zyklus. Also wurden Sie bei Bedarf geleitet. Es hat nicht funktioniert. Sie leben noch, oder etwa nicht? Ihre Welt ist gefallen. Aber solange auch nur eine Asari noch steht, ist der Kampf nicht vorbei.
Das gilt dann wohl auch für Proteaner. Verzweiflung ist die stärkste Waffe des Feindes. Nehmen Sie sie ihm weg, Liara Tissoni. Danke. Das war unerwartet. Danke. Wir brauchen Ihre Fähigkeiten. Wenn der Schmerz Sie überwältigt, ist sie nutzlos. Haben Sie gemeint, was Sie gesagt haben? Ist das wichtig? Liara ist eine gute Freundin. Es ist wichtig. Dann sage ich Ihnen, was Sie hören wollen. Ich habe gemeint, was ich gesagt habe. Weitermachen. Aha. So. Erstmal auf die andere Seite. Ach nee, da ist ja nur unsere Diane Ellers. Hallo, Adams. Commander? Ich dachte, wer wäre jetzt ein Gott. So. Ab nach unten. Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Mhm. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Das Ding war beschissen, der Marco. Er muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen. Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Hey, ich liebe diesen Panzer. Dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Ach ja. Shepard, nochmals vielen Dank, dass Sie bei der Flüchtlingsgedenkstätte waren. Ich fühle mich besser. Ist jetzt alles irgendwie viel klarer. Freut mich, dass ich helfen konnte. Vega, James. Nebenbei bemerkt, ich weiß, wie es ist, wenn man so eine Pechsträhne hat. Ich weiß, das macht es nicht leichter, aber Sie sind nur ein Mensch, genau wie wir alle. Falls Sie mich damit aufheitern wollen, es funktioniert nicht, Lieutenant. Hey, alle auf dem Schiff wissen, dass Sie Ihr Möglichstes getan haben. Sie dürfen nicht so streng mit sich selbst sein. Was es auch kostet, Cerberus die Daten wieder abzujagen, wir sind dabei. Was es auch kostet, diese Sache zu beenden. Zur Kenntnis genommen. Wir sind nicht Legion. Okay, dann haben wir mal mit der Crew geredet. Ist immer schön. Ins Kitz. Ein Cut machen. Bis dahin. Tschüss.